Vielen Dank. Beim Schlussgottesdienst sitzen wir Bläser als großer Chor auf der Neustädter Elbseite, dem sogenannten Königsufer. Dort gibt es eine große Freitreppe, das heißt, die ersten 2000 Bläser können sogar sitzen. Auf der anderen Elbseite hat ein Schiff Halt gemacht, die Gräfin Große. Und auf dem Oberdeck dieses Schiffes ist diese kleinere Bläsergruppe postiert, unter der Leitung von Daniel Rau, eine Gruppe aus Nordelbien. Und wir proben jetzt vielleicht die Stücke, die wir mit der kleinen Bläsergruppe im Wechsel haben. Seite 6, die klingende Brücke. Der große Chor spielt den Chor 1 und die Bläsergruppe den zweiten Chor.
Übrigens ist die Kommission extra beauftragt worden für diesen Tag am Sonntag. Komponist Wilfried Kretschmar ist hier Professor der Komposition in Dresden gewesen, Leiter der Dresdner Musikhochschule und eines Posaunenchors hier vor Ort. Wir spielen das noch einmal im Ganzen. Jetzt die klingende Brücke, dann erste Choralstrophe, der kleine Chor, der große hat dann die zweite Choralstrophe, also schnell wenden. Und so weiter. Bei der letzten Strophe dann gerne mit Oberstimme.